Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Gelossbosse, zu diesem neuen Video. In diesem Video möchte ich dir gerne mal zeigen, wie wir hier mit dem HPC von Labor Cosmetica einen matten Lack beschichten. Und hier kann ich nur sagen, nee, es handelt sich hier nicht um einen Superhelden. Warum ich hier diese Gummihandschuhe über die Flasche ziehe, bevor ich sie zumache, erfährst du vielleicht auch hier in diesem Video. So, wir kommen jetzt mal dazu, warum ich jetzt hier immer so einen Gummihandschuh über die Flasche stülpe, bevor ich sie zuschraube. Hat eigentlich einen einfachen Grund, und zwar durch diesen Gummihandschuh wird diese Fläche oder auch das Gewinde und so und der Stopfen obendrauf nochmal zusätzlich abgedichtet, dass auf gar keinen Fall Luft oder Luftfeuchtigkeit von außen reinkommt. Das ist besonders wichtig bei Coatings, die aushärten und kristallisieren. Die werden jetzt nie ganz dicht, wenn man sie einfach nur zuschraubt. Da kommt immer so ein bisschen Luft mit rein. 1 Million% dicht sind sie natürlich jetzt auch nicht mit diesem Gummihandschuh dazwischen drin. Aber wir strecken schon mal so ein bisschen wieder die Zeit, die wir haben, bis es kristallisiert. Wir sehen beim Abschrauben, es hat sich so richtig ja, hier so reingefressen. Und auch sehr schön zu sehen, es bleibt feucht. Also da, wo der Handschuh drauf war, wo wirklich keine Luft dran gekommen ist, da bleibt es feucht, da härtet das Coating nicht aus. Hier jetzt beim HPC sowieso jetzt nicht so das große Problem, aber ja, trotzdem meiner Meinung nach echt wichtig. Und ich lege mal einmal kurz weg. Das, was ich dann danach noch immer mache, also wirklich, das mache ich jedes Mal, wenn ich eine Coatingflasche aufmache. Ich nehme hier diesen kleinen Einsatz raus, den müsst ihr übrigens immer reinmachen, sonst wird die Flasche auch nicht dicht. Also der muss immer rein. Und den mache ich mir dann, bevor ich das Coating auftrage, mache ich mir den einmal raus. Einfach hier mit so einem kleinen Schraubenzieher ein bisschen rumpröckeln. So, den nimmst du dann einmal raus, legst den dann vielleicht in Alkohol ein oder in Veritas oder in irgendeinen Entfetter, dass so richtig da die eventuell vorhandenen Kristalle gelöst werden. Und danach blase ich den immer einmal aus mit dem Kompressor. Also, dass ich wirklich sicherstelle, dass hier absolut kein Kristall ist. Natürlich hier aufpassen auf den Flaschenhals, da darf jetzt nichts reinfallen oder ja, da sollte nichts reinfallen, aber hier sieht es doch gut aus. Ja, deswegen ist tatsächlich der Gummilappen, Gummihandschuh ohne Flasche. Ist echt cooler Tipp. Also es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass du die Produkte vakuumierst. Kann man alles machen. Die Methode ist jetzt für mich so ein bisschen pragmatischer. Also den alten Handschuh ausziehen, nochmal einmal drüber stülpen, dass nicht die feuchte Seite mit deinem Handschweiß so auf die Flasche kommt, sondern die Seite, die jetzt ja, nach Möglichkeit sauber ist, nicht feucht ist. Und ja, dann hält das Coating auf jeden Fall länger, kann ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, können wir es drauf machen. So, wir können tatsächlich direkt starten mit der Vorbereitung. Polieren können wir ja leider nicht. Soll ja auch matt bleiben. Würden wir jetzt hier polieren oder zu viel mechanische Belastung auf die Oberfläche aufbringen, würden wir den matten Lack wieder glänzend machen. Sieht man tatsächlich schon an so ein paar Stellen, also da wurde so ein bisschen zu viel gerubbelt, sage ich mal, dann wird es automatisch glänzend. Deswegen, wir können jetzt einfach nur hoffen, dass wir mit unseren chemischen Mitteln alles entfernen konnten. Gewaschen habe ich ihn natürlich mit allen Vorreiniger, die ich habe, sowohl alkalisch als auch sauer, Teerentferner, dann nochmal natürlich Flugrostentferner, also alles mögliche chemische ausprobiert, auch Kneten übrigens, tabu, ne? Kneten absolut tabu, auch dann wird es wieder glänzend, man bekommt so Striemen in die Oberfläche, die man nicht mehr wegbekommt, und ja, deswegen jetzt getrocknet ist er, danach können wir nichts anderes machen als entfetten. Hier gelten natürlich die gleichen Regeln beim Entfetten wie jetzt bei glänzendem Lack. Wahrscheinlich hier sogar noch mehr als bei glänzendem Lack. Hier muss man wirklich darauf achten, dass wir satt die Oberfläche einsprühen. Ne? Also dass wirklich überall genug Entfetter ist, der dann auch entsprechend arbeiten kann. Ne? Ja, und auf die Frage, ob, wann, wie und wieso man eine Keramikbeschichtung für Mattenlack dann wieder erneuern kann, weil man kann ja vorher nicht polieren. Ja, deswegen, man kann sie einfach nur erneuern. Also macht euch da nicht so viele Gedanken. Gewissenhaft entfetten mit allen möglichen Vorreiniger, die ihr habt, waschen und jo. Dann geht das. So, und ich achte jetzt hier sogar auch noch mehr als auf glänzenden Lack, dass ich mit einer Tuchseite nicht so eine große Fläche entfette, sondern dass ich immer genug Puffer sozusagen im Tuch habe, um jetzt ja, eventuelle Verunreinigungen
da aufzunehmen. Ne? Also irgendwelche, weiß ich nicht, Öle, vielleicht sogar noch Anteile von der letzten Keramik, die drauf war. Ne? Ja, und so bereite ich dann erstmal jetzt den ganzen Wagen vor. So zum Keramikauftrag. Also im Grunde genommen ist HPC auch keine richtige Keramik, aber das ist vielleicht ein separates Video. Um das aufzubringen, nehme ich jetzt hier so einen Mikrofaserapplikator, weil der saugt richtig schön Produkt auf und entgegen vielleicht jetzt deiner Vermutung ist es sogar sparsamer. Warum ist es sparsamer? Weil der Mikrofaserblock das Coating besser abgibt als jetzt meiner Meinung nach so ein Suede-Tuch. Und also ich irgendwie das Gefühl habe, der Auftrag wird damit satter, gleichmäßiger. Aber du kannst natürlich auch gerne ganz klassisch Applikatorblock und darum ein Suede-Tuch machen. So, ich habe jetzt hier, ihr habt ja gerade gesehen, echt schöne Menge drauf getan. Und ganz wichtig, einmal verteilen, dass wir so aus der Mitte heraus immer ein bisschen frisches Produkt mit in die Fläche nehmen können. Ne? Das mache ich jetzt auch einmal hier, dass ich dann einmal von oben nach unten auftrage. Der erste Gang muss jetzt noch gar nicht so genau sein, habt ihr ja gesehen, ich bin jetzt auch gar nicht so bis in die Ecken, weil dafür nehme ich dann ganz gerne so eine lineare Bewegung, um dann hier so die Randbereiche einmal abzufahren. Und ja, dann bringen wir das Coating deckend, also ganz wichtig, deckend überall gleichmäßig auf die Oberfläche drauf. Und was ich auch sehr gerne mache bei matten Oberflächen, immer das gesamte Bauteil gleichzeitig behandeln, also nicht nass in nass arbeiten. Also das jetzt, ich habe das Video gemacht für eine Haube, aber würde ich jetzt diesen Auftrag hier, sage ich mal, ohne Kamera machen, immer das gesamte Bauteil auf einmal applizieren und danach erst abnehmen. Ne? So, deswegen mache ich dann hier die Heckklappe einmal zu Ende, dass die komplett gemacht wurde. So, dann nimmst du dir einfach ein frisches Mikrofasertuch und ohne Stress einfach die Keramikbeschichtung runterwischen. Bei matten Oberflächen deutlich entspannter als bei den glatten, glänzenden Oberflächen. Ne? Ihr seht es ja jetzt hier, alles easy, geht wirklich gut runter und es wird direkt satter. Ne? Also hier so aus meinem Winkel sieht es richtig, richtig schön satt aus. Du brauchst hier nicht unbedingt zwei Tücher. Kannst du gerne verwenden. Mir reicht jetzt hier tatsächlich für den BMW reicht mir ein Tuch. Ich habe jetzt einmal so grob alles abgetragen. Man sieht jetzt vielleicht hier so ein bisschen die ja, Feuchtigkeitsstellen im Tuch. Das Tuch drehe ich mir jetzt einmal um auf die frische Seite und mache damit quasi so das Finish. Also vielleicht bin ich ja mal auch an dem Bauteil überlappend ja, so ein bisschen rübergekommen. Die Überschwände kann ich dann damit jetzt schön abnehmen. Ne? Jo, Vorteil beim HPC, wir können gleichzeitig alles mit beschichten. Also es ist eine Keramik, oder ist ja keine Keramikbeschichtung, aber es ist eine Beschichtung für matte und für glänzende Oberflächen. Das heißt, wenn wir jetzt hier gleich mal an eine Stelle treffen, wo diese hochglanzschwarzen Leisten präsent sind, da, die kann man einfach mit beschichten. Ne? Das ist so der Vorteil dann beim HPC.
So, meine lieben Lostbosse, das Video ist jetzt hier vorbei. Aber du sollst jetzt noch nicht abschalten. Ich zeige dir nämlich noch die Finish-Aufnahmen, weil der sieht wieder richtig schön schick aus. Ja, ich habe dir in dem Video gezeigt, wie du mit der HPC von Lava Cosmetica Mattlack beschichten kannst, warum meine Coatingflaschen manchmal ein Cape aufhaben und wie ich hier auch noch so ein bisschen den Innenraum sauber mache. Ja, ist auch wieder schön geworden. Da natürlich Standardvorgehensweise bei mir mittlerweile das originale Scrubhead Derma Cleaner von Lava Cosmetica und danach Derma Sealant. Wieso, weshalb, warum? Habe ich ja schon mal in einem anderen Video erklärt. Alkalischer Lederreiniger und danach eine saure Pflege. Essentiell wichtig. Jo, das war's jetzt hier so von dem Video. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du zugesehen hast. Und wenn du jetzt bis zu diesem Moment zugeschaut hast, dann lass mir doch gerne mal einen Daumen nach oben da und vielleicht sogar ein nettes Kommentar. Würde ich mich freuen. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.